Und da sind wir in der Salzwasserhöhle. Und wir haben Plauderguy dabei. Der ist sogar ein Level über uns. Und hat sogar mehr KP als ich. Was kann denn der eigentlich alles? Kann ich das gar nicht anschauen? Nee, ich kann seine Attacken nicht sehen. Eigentlich schade. Hätte zu gern gewusst, was der kann. Ein Europ. Ist genau so eine Robbe wie Robball. Wird übrigens mein Starter in Pokémon Sonne und Mond sein. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, mit welchem Starter ihr in Sonne und Mond starten wollt. Oh, Box. Ein rosa Gummi und ein Streuorb. Ups. Okay. Wie gehe ich da jetzt, dass ich die Falle nicht noch ein zweites Mal auslöse? Ich kann ihn hier leider noch nicht schieben. Wenn ich nach unten gehe, tritt Plauderguy drauf. Wenn ich nach oben gehe, tritt Fliegi drauf. Oder, Moment, nee. Wenn ich nach oben gehe, tritt er eben nicht drauf. Das war die Lösung. Ich vermisse hier definitiv noch meinen Ladungsstoß. Eine sehr effektive Attacke, war das ein niedlicher Schaden. Regen. Oh, ein Philippa. Heute mal nicht beim Postaustragen unterwegs, wie es aussieht. Okay, die interessieren mich jetzt herzlich wenig. So. Kommen wir ja relativ gut voran bis jetzt. Weißgummis, sehr schön. Gummis sind immer gut. Da ist eine TM, Lichtschild. Was haben wir hier? Ein Heilband. Apropos Bänder, ich glaube, ich trage gerade gar keine. Kann das sein? Oder? Ja doch, ich trage sogar eins. Ein Spezialband habe ich gerade noch an. Grimmsamen. Nett. Grimmsamen sind toll. Okay, hier ist nix. Oh, hier ist eine Treppe. Ui, haben wir schon bis zum Zwischenteil geschafft. Wir sind ziemlich weit ins Innere der Höhle vorgedrungen. Hey, Plauderguy. Kommen wir der Stelle näher, an der du dieses Muster gesehen hast? Wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Allerdings... Wie schon gesagt, jeder Schritt führt uns auch diesen boshaften Pokémon entgegen. Ja, wir müssen vorsichtig sein und die Augen offen halten. Aber wir müssen nicht mehr weit gehen. Lass uns am Ball bleiben, Kilian. Aua! Ups, Entschuldigung. Hey! Wow, lange her, Schwächlinge. Ihr seid dieses nette Team, nicht wahr? Ist es das? Das Reliktfragment? Das ist... Hahaha. Ich nehme das an mich. Hey! Wow! Jetzt wirst du schon zum zweiten Mal deshalb ausgeraubt. Hehe, du lernst es eben nicht. So viel steht fest. Warte bitte. Ich fürchte, ich kann dem Ganzen nicht folgen. Warum seid ihr überhaupt hier? Wir haben keinen von Team Totenkopf gesehen, seit ihr bei der Expedition plötzlich verschwunden seid. Ich war um euer Wohlbefinden besorgt. Besorgt, wie... Hahaha, eure Gilde ist voll gluggläubiger Trottel, die darauf warten, geschöpft zu werden.
Oh. Dein Verhalten und deine Sprache ist auf einmal so ungehobelt. Plauderguy, Sie haben die Gilde die ganze Zeit getäuscht. Sie sind ein schlechtes Erkundungsteam. Tito Hupentropf besteht aus einem Haufen krummer Hunde. Was? Stimmt das? Wahaha, was denn noch? Man muss schon schrecklich naiv sein, sich so lange täuschen zu lassen. Naja, wir haben jetzt das Reliktfragment. Jetzt müssen wir nur noch zum verborgenen Land gehen. Haltet euch doch die Augen aus, ihr Schwächlinge. Hahaha. Diese miesen Schufte, mich zum Narren zu halten. Damit werden sie nicht durchkommen. Ich werde ihnen zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Hey, warte, Plauderguy. Er ist weg. Plauderguy war so aufgebracht, ich hoffe, ihm wird nichts zustoßen. Ich meine, hier lauern überall diese böshaften Pokémon, von denen er uns erzählt hat. Nicht nur das, wir müssen auch noch mein Reliktfragment von Skuntank zurückholen. Wir sollten uns auch beeilen. Plauderguy ist richtig wütend. Direkt die Treppe. Ein paar Kieselsteine. Warum auch nicht? Ein Dragonier. Wow. Okay. Habe ich einen Heilsamen da? Ja, hier haben wir eins. Okay, da ist nichts Schlimmes passiert. Ein Schwarzgummi. Ein Royalgummi. Schon wieder die Angeberei. Moment mal, ich habe doch vorhin eine Angeberei abbekommen. Ja. Mit stark erhöhtem Angriff geht das Ganze schon ganz nett. Sehr viele Sackgassen hier. Gusto-Samen. Okay. Salzwasserhöhlengrube. Nun, wir sind tief hinabgestiegen, aber wir haben weder zu Plauderguy noch zu dem Totenkopf aufgeholt.
Aber dieser Ort, er ist furchtbar heiß und feucht hier. Hey, ich habe da drüben meine Stimme gehört. Gehen wir, Kilian. Oh, wow, es ist Team Totenkopf. Ugh. Was ist mit euch geschehen, Leute? Oh nein, seid ihr von einer geheimnisvollen Gruppe von Gegnern angegriffen worden? Wow. Hast du das vorhersehen können? Wäre hilfreich gewesen, das zu wissen. Nicht, dass ihr es uns erzählt hättet. Skuntank, alles okay mit dir? Wir sind eurer Gnade ausgeliefert und du fragst mich, ob wir okay sind? Wie ekelerregend großzügig könnt ihr Trottel denn noch sein? Wir lassen niemanden zurück, wenn er verletzt ist. Eure Sorge zielt ins Leere. Wir kommen wieder auf die Beine. Dieser aufgeblasene Plaudergei. Er hat mich genug geärgert, damit ich hier durchhalte. Hä? Was hat Plaudergei getan? Das hat er getan. Dieser Plaudergei kam erst lange, nachdem wir niedergestreckt wurden, vorbei, als er uns am Boden liegen sah. Da beschimpfte er uns mit einer Reihe sehr gewählter Worte. Nach seiner Schimpftirade ging er seines Weges. Was er über uns gesagt hat, ich sehe immer noch rot. Ich schäume so sehr vor Wut, dass ich auf gar keinen Fall hier aufgeben will. Ich komme hier heraus, wenn ich kriechen muss, damit es diesem miesen Plaudergei heimzahlen kann. Aber bei längerem Nachdenken, wir waren nah am Aufgeben, als uns dieser Plaudergei mit seiner Schimpferei rettete. Aber auch wenn ihr sagt, ihr werdet gerettet worden, es sieht aus, als hättet ihr immer noch starke Schmerzen. Wir waren alle Zeit gemein zu euch. Unseretwegen musstet ihr ein paar ziemlich schlinge Dinge durchmachen, aber ihr zwei könnt euch immer noch dazu durchringen, euch um Leute wie unsererseits zu sorgen? Ja, ihr habt uns mit der einen oder anderen Sache wirklich wütend gemacht. Aber wenn wir euch so am Boden liegen sehen, dann können wir nicht einfach so vorbeigehen. Hey, das Reliktfragment. Ups, das ist gar nicht meine Art. Das Reliktfragment ist mir aus der Hand gerutscht. Was für eine Hand? Ich dachte, du hast nur Pfoten. Und ich kann mich immer noch nicht bewegen. Fliegi wird es zurückstehlen. Skuntank. Ich habe das Reliktfragment nur aus Versehen fallen lassen. Du kannst es jetzt aufheben oder auch nicht. Skuntank. Danke. Ja. Wofür der Dank? Beim nächsten Mal greifen wir wieder auf unsere alten Tricks zurück, um es euch mit euch aufzunehmen. Aber ja, jetzt verschwendet nicht eure Zeit damit, euch um uns Sorgen zu machen. Ihr solltet euch lieber Sorgen um Plaudergei machen. Das stimmt. Wo ist Plaudergei hingegangen? Er ist tiefer hinuntergegangen. Er ist hinter diesen Gegenden her. Ihr zwei solltet euch beeilen und hinterhergehen. Danke, Skuntank. Wir gehen tiefer hinein und nehmen es mit ihnen auf. Skuntank, sieh zu, dass du dein Team hier herausbringst und nicht aufgeben. Ich verbitte mir die Bevormundung von Team Totenkopf. Wir müssen gehen, Kilian. Ihr beide, könnt ihr euch bewegen? Wahaha, es ist nicht dein Ernst. Smoggern und bewegen? Da lässt sich nicht viel bewegen. Die Art, wie sie uns zerlegt haben. Ich bin immer noch zu erledigt. Das war es also. Wir geben bestimmt einen schlimmen Anblick ab. Wow, aber Boss, mir gefällt es, wie du das zum Schluss für dich behalten hast. Dass du auch eine gute Seite hast. Du hast dich rehabilitiert. Klappe halten. Aber ehrlich gesagt, Boss, sollte man dazu noch etwas sagen? Klappe zu. Hey, Plaudergei. Ihr beide. Seid wachsam. Sie sind ganz nah bei uns. Ich konnte ihre flüchtenden Umrisse erkennen, als ich sie verfolgte. Aber als ich an diese Stelle kam, hatte ich sie schon aus den Augen verloren. Sie müssen hier irgendwo lauern. Aber es scheint hier nichts zu geben, wo man sich verstecken könnte. Was ist das? Eine seltsame Vorahnung. Das sind nur Felswände um uns herum. Das, was ich aus dem Augenwinkel von ihnen gesehen habe. Ich bin kurz davor, mich zu erinnern.
Das ist es. Als sie mich zum letzten Mal angegriffen haben, sie erschienen aus dem Nichts. Aber tatsächlich kamen sie... Fliegi, Kidan, pass auf! Sie sind über uns! Was? Ich bin Kabutops. Und wir, die Gebrüder Amoroso. Allen Eindringlingen muss eine Lektion erteilt werden. Nehmt das! Plaudergei. Was? Damit lasse ich euch nicht davonkommen! Was haltet ihr davon? Dieser Held hat seine Karaben mit seinem Körper geschützt. Das ist nicht wirklich klug. Hey, ich erinnere mich. Kabutops, dieser große Held war schon einmal hier. Wir haben ihn auf die gleiche Weise umgehauen. Das hat er schon zum zweiten Mal gemacht. Dafür muss man schon reichlich doof sein. Sagt, was ihr wollt. Diese beiden, sie sind unsere besten Rekruten. Ich lasse nicht zu, dass ihnen etwas zustößt. Plaudergei. Plaudergei. Ihr seid das Nächstes dran. Nehmt das. Ich mag Plaudergei ja eigentlich sehr, sehr gerne. So, einmal so und jetzt machen wir das auf die beste Art und Weise, wie wir es machen können. Er ist der Einzige, der von den Ganzen hier wirklich was aushält. Aber auch nicht genug. Plaudergei. Plaudergei, bist du okay? Halte durch. Plaudergei! Diese Stimme, Gildenmeister. Knuddeluff und auch Reptane. Gildenmeister! Reptane! Was macht Reptane denn bei dem Gildenmeister? Das erkläre ich später, das hier ist wichtiger. Plaudergei! Hey, das ist übel, Plaudergei ist zu Boden gegangen. Donnerwetter, er ist verletzt. Plaudergei, bist du okay? Bist du verletzt? Mir geht es gut. Ich bin gesund und munter, wie ihr seht. Plaudergei. Es tut mir leid, Plaudergei. Wäre ich doch nur früher gekommen. Bitte mach dir keine Vorwürfe, Gildenmeister. Aber das ist so erniedrigend, von denselben Gegnern besiegt zu werden. Schon wieder. Das ist nicht wahr, Plaudergei. Als wir letztes Mal hierher kamen, wurdest du sofort K.O. geschlagen, Plaudergei. Deswegen wirst du dich kaum erinnern können. Aber damals, als die Birne von Kabutops sich auf uns stürzen wollte, hast du mich vor der Attacke beschützt, Plaudergei. Wie bitte? Gleich danach habe ich mir die Bande von Kabutops vorgeknüpft. Wenn du nicht gewesen wärst, um die Attacke abzufangen, Plaudergei, wäre ich auf der Stelle zu Boden gegangen. Ohne Plaudergei hätte es für mich übel ausgesehen. Das ist wirklich geschehen. Plaudergei, du bist mein unverzichtbarer Partner. Es ist eine Ehre für mich, diese Worte zu hören, Gildenmeister. Das macht mich zu einem sehr glücklichen Pokémon. Hurra, Plaudergei! Plaudergei. Leute, bleibt ruhig. Ja, er wird durchkommen. Ihm bleibt noch Zeit. Schafft ihn jetzt zur Gilde. Nun denn, schnell gehen wir alle zur Gilde zurück. Nein. Wir werden Plaudergei zurück zur Gilde bringen. Aber ihr, Kilian und Fliegi, du, Reptane, ihr drei müsst weitermachen. Aber macht euch keine Sorgen. Und außerdem, wenn ihr jetzt nicht weitergeht, dann hätte Plaudergei sich für nichts und nicht wieder nichts vor euch geworfen. Das seltsame Muster liegt vor uns. Beeilung. Danke, Knuddeluff. Wir werden weiter vorangehen. Lasst uns gehen, Fliegi und Kilian. Okay, gehen wir. Viel Glück. Findet das verborgene Land. Reptane, woher wusstest du, dass du uns hier findest? Knuddeluff hat mich hierher gebracht. Was? Knuddeluff war das? Das stimmt. Knuddeluff hatte nach mir gesucht. Sobald er mich gefunden hatte, bat er mich mitzukommen. Er sagte, er wäre kurz davor, das verborgene Land zu finden.
Das war praktisch und ich wollte sowieso wieder zu euch zu stoßen. Wieder zu uns stoßen? Warte mal, heißt das etwa... So ist es. Ich habe alle notwendigen Zahnräder Zeit gesammelt. Juhu! Jetzt müssen wir nur noch zum verborgenen Land gelangen. Lasst uns also den Ort mit dem seltsamen Muster finden. Wow, hier ist Wasser. Warte mal, das ist Meerwasser. Sieh mal, Kenyon. Der Höhlenausgang öffnet sich weit zum Meer hinaus. Von außen konnten wir ihn nicht sehen, weil er im Schatten liegt. Das stimmt. Das Meer ist hinter den Felswänden zu sehen. Es ist fast Abend. Wir haben nicht bemerkt, wie die Zeit vergeht. Die Flut steigt hier bis durch die Spalte in der Wand. Oh, das ist... Kilian, was stimmt denn nicht? Hey, sieh dir das an. Das ist das gleiche Muster wie auf dem Reliktfragment. Ich nehme an, das ist das gleiche Muster, das Plaudergeil beschrieben hat. Lass mich mal das Reliktfragment hervorholen. Hey, das Reliktfragment. Wow, das Muster an der Wand glüht jetzt. Es ist so, als ob es auf das Reliktfragment reagiert. Oh! Was? Was war das? Ein Lichtkegel schießt in Richtung Meer. Was war das? Was? Das ist... Es kommt näher. Es schwimmt. Fliegi, Kilian und Reptain, korrekt? Du kennst unsere Namen? Ja. Ich wurde von Knuddeluff informiert. Knuddeluff hat sie dir genannt? Dieses Muster an der Wand hat einen Lichtkegel geworfen, der über das Meer fiel. Direkt danach bist du erschienen. Kannst du mir sagen, wer du bist? Ich bin Lapras. Ich geleite euch zum verborgenen Land. Meinst du das ernst? Du kannst uns zum verborgenen Land bringen? Ihr habt den Lichtkegel aus dem Muster an der Wand gefesselt. Das ist das Signal zum Einlass zum verborgenen Land zu erhalten. Es liegt jenseits des Meeres. Steigt auf meinen Rücken. Ich werde euch über das Meer bringen. Fürchtet euch nicht. Ich bin außergewöhnlich. Ich kann euch alle noch mehr auf meinen Rücken tragen. Es liegt jenseits des Meeres, das verborgene Land. Kilian, Fliegi, gehen wir. Über das Meer. Ja, ich möchte mein Abenteuer speichern. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt wieder eine Aufnahmepause und beim nächsten Mal, wenn ich es schaffe, machen wir dann das Spiel fertig. Wir haben noch zwei Bosskämpfe vor uns und dann ja, sind wir mit der und dann noch den Abspann und dann sind wir mit der Hauptstory durch. Und dann, ja, die ganze Poststory werden wir auch noch machen. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, macht's gut.